Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Notch. Ich bin hier beim See von Whatever und ich habe hier die Water Walking Boots und jetzt muss ich den irgendwie aktivieren. Geht es? I don't think there's the right blade. Nochmal. Oh. Wow. Er kommt. Oh nein, ich war doch noch. Och nee. Alter, wow. Ja, man kann es auch übertreiben, um ehrlich zu sein. So. Alter. Mann. Hallo, wo ist er? Das ist doch so ein Fisch. Geh mal bitte auf die Seite. Ja, und jetzt kommen die Tour-Toys noch dazu. Mann, die Folge hat noch gar nicht richtig begonnen und es geht hier schon ab wie noch was. So. Komm, lieber Boss. Geh mal auf die Seite hier. Na toll, das ist ja schön zu wissen. Ich würde gerne noch etwas essen. So, lass uns, kann ich da drüber latschen? Oh ja, ich gehe nicht unter, wenn ich hier... Hallo, kannst du das bitte mal lassen? Ha, Penner. Ups, Mann. Nee, sowas regt mich auf. Das ging mir etwas zu schnell. So. Das ist ja die Höhe. Mann, jetzt wollte ich den noch eiskalt mal hier umbringen. Und dann hatte ich nicht mal wirklich die Chance dazu. Zurückporten nach Jungle Huts. Naja, wir haben hier schon ein bisschen was abgezogen, auf jeden Fall. Aber ich hätte mir noch etwas mehr erhofft. Egal. Wir latschen in diese Richtung hier. Ich laufe außen rum. Es geht etwas schneller als durch den Dschungel. Und mich pisst auch noch an, dass mein Stamina immer so schnell nach unten geht. Es kann sich auch mal ein bisschen mehr Zeit lassen mit dem nach unten gehen. Es ist schon ziemlich nervig. Mann, aber wem erzählen wir das? Wir sind hier bei The Legend of Notch, einem richtig geilen Minecraft-Mod. Wer ihn haben möchte, Link dazu in der Beschreibung. Und wer die Serie noch gar nicht gesehen hat, der kann gerne mal in der Playlist nachgucken oder auf meinem Kanal. Dort ist The Legend of Notch Folge 1 auf jeden Fall ein voller Erfolg gewesen. 4000 Aufrufe bis dato und es hat euch sehr gut gefallen. Deswegen gibt es auch dieses Projekt, bis es zu Ende ist. Na, hoffe ich mal. Außer es kommt wieder was dazwischen oder so. Ja, dann hoffen wir mal, dass jetzt irgendwann dann wieder dieser Wizard kommt. Der Water Wizard. Where is the Water Wizard? So. Also ich lege mich jetzt schon mit dem an, ne? Ich versteck mich nicht, ich habe keine Angst vor dir. Aber ich hätte gerne, wisst ihr, wie ich meine, so eine Art Zeit, sich etwas vorzubereiten, weil sobald ich das Teil aktiviere, dann kommt da noch bam, bam, bam und die sind ja auch fast unbesiegbar. Diese Teile. Ich meine, jetzt einmal gestorben. Oh, was brennt da hinten? Ist es die Tortoise, die ich schon mal angehittet habe? What brennt da? LOL. Angst. So. Ich hoffe, der gammelt. Oh oh. Da läuft wieder jemand Amok. Ich glaube, ich sollte dich zu einem Anti-Aggressionstraining schicken. Nach oben. Oha. Oha. Wo ist er denn? Aldors Bruder. So, komm den. Lass ihn treffen. Wo, Alter, guck mal, wie der abgeht. Ja, okay, er hat uns zum Glück noch nicht entdeckt. Deswegen mampfen wir jetzt erstmal gemütlich etwas. So. Jetzt haben wir wieder 100 Stamina. Dann machen wir jetzt mal das da. Getroffen, oder? Hoffe ich doch mal. Gehen wir mal hier rüber auf die Seite und feuern Feuer auf ihn. Ja, das zieht schon etwas ab. Machen wir ein Fernkampfduell. Ich glaube, der rafft nicht, dass ich hinter ihm bin. Wir dürfen ihn nicht auf mich aufmerksam machen. Wir müssen das Ganze gechillt angehen. Das heißt, schön aus der Ferne. Wir sind ja Magier. Deswegen sind wir ja da. Tauchst du bitte mal wieder auf? Nice. So, nach und nach
ziehen wir im Leben ab. Ich sollte mein Wow! Er hat mich getroffen. Dieses Schwein. So. Kaboom. Das wird ein langer und geduldiger Kampf. So. Welches Level ist der? Das konnte ich vorhin nicht erkennen. Deswegen ist jetzt eure Zeit, mir das zu sagen. Wop. Nein! Hey, das war gemein. Wop. Und wop. So. Wir nehmen das ganz gechillt hier. Der hat hier irgendwie keine Chance, wenn wir das alles so gechillt und geplant hier ja rüberbringen, dann ja, ich gehe hier zum Glück nicht unter wegen meinen Hammer Boots und jo. Sehr geil auf jeden Fall. So. Wuhu. Und wuhu. Wo ist er? Ah, gerade gedacht, wo ist er jetzt hin, Mann? Du kleines Aggro-Viech. Ja. Oh nein, kein Mana mehr. Das heißt, wir chillen jetzt, bis sich unser Mana auflädt. Oh, ich streck mich immer ganz schön. Ah. So, und jetzt aber. Kaboom. 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 Boom. So, jetzt haben wir's. Ey, der hat aber wirklich keine Chance. Was ist denn das Teil, was da zu Boden sinkt? Muss ich damit irgendwas machen oder so? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Komm schon. Er hat nicht mehr viel Leben und ich habe nicht mehr viel Mana. Deswegen, jo. Wupp. Sehr geile Methode, den auf jeden Fall zu töten. Mit Geduld und Spucke fängt man eine große, dicke, fette Mucke. In dem Fall ist es hier der Water Wizard, der Bruder von Aldor. Ey! So. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ja. So. Es passiert gerade nichts Spannendes. Ich weiß, ärgert euch vielleicht etwas. Aber es ist die beste Methode, als Magier einen Magier zu killen. Hätte ich gewusst, dass meine ganzen Gegner Magier sind, hätte ich natürlich nicht die Magier-Klasse genommen. Aber das konnte ich im Vorhinaus ja gar nicht wissen. Und deswegen, ja. Hau mal dem jetzt erstmal fett eins rein. So. Das gefällt dir, gell? Aha. Er ist auf jeden Fall gleich weg. So. Komm schon, whoop. Mir zieht das Ganze 5 ab, wenn ich das... Okay, dann lassen wir das Ganze mal aufladen. So, er steht jetzt an Land, das ist gut zu wissen. Und jetzt brennt er, uhu, das heißt, er kriegt noch, Dots, also Damage over Time. Das heißt, ja, er bekommt Schaden über eine gewisse Zeit. Und es ist natürlich auch gut für uns. So, und jetzt können wir ihn platt machen. So, jetzt hat er nämlich keine... Och, ich habe keinen Mana mehr. Ja, ich weiß. So, komm schon. Da geht noch was, da geht noch was. Zack, zack, zack. Jetzt los. Mach doch. Bam, bam, bam. Ja, und jetzt fliegt er und er brennt immer noch. Sehr... Ja! Juhu! Tell me where's the king. Don't ask me. Okay. The water mage disappears inside the water. Wow. Ah, und wir dürfen wieder zurück zu Aldor. Okay, was fliegt hier oben? Ja. Hallo, du fliegendes Etwas. So. Ich glaube, davon mache ich jetzt einen Screenshot. Das sieht so witzig aus. So. F2. Alter. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wieder zurück zu Aldor. Was sonst, ne? Ach, herrje. So, aber diesmal nehme ich wieder den Landweg, weil zurück ins Dschungeldorf nicht. Aber ich finde es schade. Guck mal, ich habe keine Erfahrung durch den Boss bekommen. Das ist natürlich ärgerlich, muss ich sagen. Das finde ich gar nicht so toll. So. Alter Schwede. So, wir müssen wieder die Brücke da finden. Soweit ich weiß. Soweit ich das Ganze in Erinnerung habe. So.
Ja, sollte ich währenddessen über irgendein Thema labern? Ich meine, jetzt kann ich ja über ein Thema labern. Ja, ich habe im Moment drei Projekte am Laufen. Das heißt hier The Legend of Notch. Dann kommt noch auf jeden Fall immer wieder die Bastelstunde mit Alex. Und dann auf jeden Fall auch noch eure Minecraft-Maps. Das heißt, ihr könnt mir eure Minecraft-Maps schicken. Ich spiele sie. Und dann wird diese am Ende noch bewertet von mir und The Storm XT. Und ja, das heißt so viel wie, ihr baut uns eine Adventure-Map oder Jump-and-Run-Map, whatever, auf was ihr Bock habt, aber bitte nicht so viel Jump-and-Run. Und ja, dann geht schon die Party ab. Ihr schickt ihn mir, also den Media-Fire-Link. Und dann lege ich einfach mal los und zock diese Maps. So, ich kann ja auch hier drüber. Nee, das ist blöd. Ich dachte, ich kann im Wasser stehen. Mann, ich raff's nicht, was mit den Boots da los ist. So, okay. Okay, alles ist gut, solange du wild bist. Ja. Ja, ich habe gerade so meine Phase, weil, also, dieses Hin- und Hergelatsche, das geht mir schon ziemlich ein bisschen auf den Keks. Und ja, ob ich jetzt zu dem Teleporter laufe oder direkt zu Aldor, es kommt, denke ich mal, aufs selbe raus. Wobei, ich könnte mich ja auch umbringen gehen. Ah, Mann. Das wäre vielleicht auch das Beste. Ja, komm, du darfst mich jetzt mal umbringen. Was, die ist zu blöd, mich umzubringen. Och, Mann. Ja, komm. Nee, von dir will ich mich nicht umbringen lassen. Du bist viel zu doof dafür. Ja, also ihr habt ja gesehen, mein Leben hat sich schneller regeneriert, als die Schaden gemacht hat. Also, da hätte ich ziemlich lang gebraucht. Aber naja. Okay, aber wir können die Zeit nutzen, um zu leveln. Das gehört zu einem Roleplay auch dazu. Das Leveln, das gute alte Leveln. Wer von euch hat schon mal World of Warcraft gespielt? Oh. Du gehst. Nee, du bist mir zu schwer. Jetzt dich. Das ist zu anstrengend, jetzt dich zu killen. Deswegen gehe ich weiter. Ich werde gerade nicht verfolgt. Essen. So. Und nochmal was, auf geht's. Hier, ich will ein bisschen was hier mampfen. Und dann ziehe ich natürlich auch noch die Boots hier wieder an. Und dann gucke ich mal, ob ich dich gut killen kann. So. Ein bisschen EP farmen. Okay, ich denke, das könnten wir auch mit einplanen. Und ja, dann. Ja. Eben, das wollte ich sagen. Aber nicht diese Armored-Zombies, die hasse ich. Die brauchen viel zu lange, um gekillt zu werden. So. So. Okay, nice. Hey. Langsam. So, du bist auch weg vom Fenster. Sehr geil. Gut. Dich da noch. Wupp. Hey. Langsam, Mann. Meine Mana regeneriert sich nicht so übel schnell. So, Forest Spider, was willst du? Du hast hier überhaupt nichts zu melden, das ist dir klar. So, auf geht's. Hey, hier. Ja, wunderbar. Also, man bekommt hier schon viel Erfahrung dann für diese unnötigen Mobs, sag ich mal. Aber wenn man einen Boss killt, bekommt man gar nichts. Ist ja logisch, ne? So. Wupp. Hey! Ja. So, ich brauche eindeutig ein bisschen mehr Mana. So, zack. Nice. Okay, ich bin hoffentlich auf dem richtigen Wege. Zu Aldor, da lang. Jo, gut, wir sind auch bald schon Level 15, also das funktioniert hier alles wunderbar, meiner Meinung nach. Aldo, so ein bisschen in die Richtung. Oh, da ist eine fette Spinne. So. Das klappt ja hier fast schon mit zuenen Augen. Muss ich sagen, ne? Oh Mann. Nee, das regt mich jetzt auch auf. Guckt euch mein Stamina an. So und so.
Und so, ja, jetzt ist es wieder voll. Also das bringt schon was. Hey, hey, hey. Ja, danke für das Gespräch. Wupp, wupp, wupp. So. Okay, einmal außen rum hier und ich würde einfach mal sagen, das war's auch mit der Folge. Wie es weitergeht dann mit Aldor, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann, euer Basti. Ciao.